So, herzlich willkommen zum vorletzten Vortrag im Endspurt der FOSCIS 2019. Das Thema ist wieder OpenStreetMap. Und wer in irgendeiner OpenStreetMap-Parte jemals in das Suchfeld hineingeklickt hat und nach einem Ort gesucht hat, dann hat er ein Werkzeug benutzt, was die folgende Referentin immer schon maintained hat, seit Jahrzehnten, kann man jetzt inzwischen schon sagen. Das zweite Betätigungsfeld, worum sie sich kümmert, ist das Wandern. Und da steht offensichtlich ein altes Volkslied, immer noch Pate, für den Titel deines Vortrages, im Frühtau zu Borge. Recht viel Spaß mit dem Vortrag von Sarah Hoffmann. Ja, vielen Dank. Also keine Sorge, ich werde nicht in Gesang ausbrechen, sondern was ich machen möchte, ist ein bisschen über Wanderkarten und OSM erzählen. Also für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Sarah Hoffmann. Im OSM bin ich als Lone Via unterwegs, schon seit vielen Jahren aktiver Mapper, gerne auch wandernd unterwegs, habe viele, viele Fotos gesammelt von Feldwegen, Waldwegen, Wanderwegweisern. Wie gesagt, ich programmiere auch und habe da quasi als Hobby im Hobby OpenStreetMap betreibe ich also eine Wanderwegekarte, Wer mag Trails. Die wird inzwischen 10 Jahre alt dieses Jahr und da dachte ich, ist mal eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen vorzustellen, welche Features da dazugekommen sind und ein bisschen darüber zu reden, wie sich auch das Wanderwegemapping in OSM entwickelt hat. Angefangen hat das alles also 2009. Damals gab es noch nicht viele Wanderwege. Ich habe da in der Schweiz gewohnt und wie die Schweizer so sind, hatten die also ein perfekt organisiertes Wanderwegesystem oder haben es immer noch, wo es also ein Grundnetz gibt, das ist das Rote, was man hier sieht. Und darauf gibt es regionale Wege, nationale Wege, also der Traum eines jeden Mappers, perfekt geordnet. Und ich dachte so, es gab damals keine Karten im Internet, wo man Überblick kriegen konnte über das ganze Netz und OSM schien sich dafür anzubieten. Also habe ich getan, was man dann tut, nämlich im Wiki ein Proposal erstellt, wie das Ganze zu mappen ist. Also Wanderweg als Relation, wo man einfach die Wege reinpackt, da zusätzlich ein paar Tags, um zu sagen, was es ist. Habe das also aufgeschrieben, an die Mailingliste geschrieben, die haben gesagt, ja, ja, passt schon so. Und weil man natürlich auch sehen muss, was man mappt, habe ich angefangen, eine einfache Karte zu bauen. Das war schon damals ein einfaches Overlay, das heißt keine vollständige Wanderkarte, sondern man sieht wirklich nur die Routen. Damals noch einfach täglich aktualisiert, heutzutage geht das minütlich, das heißt, wer Wanderwege mappt, sollte seine Änderungen relativ schnell sehen. Dann war ich also ein Jahr wandern und wie man sieht, hat sich da ein bisschen was getan. Also innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der Wanderwege verzehnfacht und da bin ich natürlich neugierig geworden, was sich so in der ganzen Welt tut. Bezüglich der Wanderwege. Das ist der aktuelle Stand. Das sah damals natürlich nicht so aus, aber inzwischen sieht man also die Wanderwege weltweit. Das Problem so ein bisschen, wenn man das weltweit machen will, ist, okay, wie stellt man das dar, gerade mit den verschiedenen Zoom-Leveln. Da hat sich damals das Network-Tag angeboten und das gliedert die Wege ein bisschen grob in internationale, nationale, regionale und lokale Wanderwege, dass man so ein bisschen weiß, wo die einzuordnen sind. Der Nachteil so ein bisschen ist, das habe ich in die Karte gemacht, dass das sich als einzige Gliederung inzwischen durchgesetzt hat. Das ist schwierig, lokal mag das ein bisschen gehen, wenn man das weltweit versucht, ist das dann auch nicht so wirklich einheitlich. Also hier nur mal ein Beispiel. Was halt in den USA noch als national gilt, zum Beispiel der Appalachen Trail, der ist also fast 3000 Kilometer lang. National natürlich, weil er geht über keine Grenzen. Und dann hat man also in Europa den ganz kleinen, sieht man da fast nicht, Elisabeth Fast, der halt gerade eine Grenze überschreitet und mit seinen 100 Kilometern international gemappt ist. Und da habe ich mal versucht, so ein bisschen so als Kartenmacher Einfluss drauf zu nehmen. Was ich damals gemacht habe, ist die IWN, die also eigentlich internationale Wanderwege heißen, habe ich ganz frech umbenannt in Kontinental. Und geht das? Ja, doch. Ich finde es nicht. Und in der Hoffnung, den Leuten so ein bisschen zu sagen, naja, so ein kleiner Wanderweg sollte schon über Bedeutendes sein. Wie das funktioniert hat, weiß ich nicht. Aber zumindest das internationale Netz ist schon ganz gut zu erkennen inzwischen. Was so ein bisschen fehlt mit diesen Netzwerken ist, dass wir das feiner gliedern können. Also gerade solche Sachen wie Themenwege, Naturlehrpfade, das ist sehr, sehr uneinheitlich gemappt, dass man es noch nicht wirklich benutzen kann in der Karte.
Wandernetzwerke, wo man also sagt, okay, hier ist der Schwarzwaldnetzwerk oder ähnliches. Auch das ist nicht wirklich gut getaggt in OSM. Und was auf der Karte auf jeden Fall fehlt, das ist aber auf jeden Fall meine Schuld, ist Netzwerke, die farbcodiert sind. Die kann man hier natürlich überhaupt nicht erkennen. Da beschweren sich vor allen Dingen Tschechen. 2011 kamen dann neue Karten hinzu auf Wunsch einiger Mapper. Die ersten wollten vor allen Dingen die Radwege haben. Damit habe ich also angefangen. Und da es in der Schweiz, genauso wie das Wanderwegesystem, auch für Inlineskating und Mountainbiking Netze gibt, habe ich die Karten also auch noch dafür zugefügt. Wenn man sich das jetzt ein bisschen reingezoomt anguckt, die Karte also, was sie hauptsächlich anzeigt, sind, wie gesagt, die Netzwerke und außerdem die Symbole für die Routen. Und da für die Wanderwege hat sich herausgestellt, das Schönste sind diese, ist das OSMC-Symbol. Die Idee dabei, das ist nicht meine Idee, das kam von Nob, ist, dass die grafischen Symbole, die viel verwendet werden bei Wanderwegen, man also einfach darstellt, indem man sagt, okay, ich habe einen Hintergrund, einen Vordergrund, noch einen kleinen Text da drauf und in einer gewissen Farbe dargestellt. Und damit kann man praktisch die meisten Wanderwegsymbole abbilden. Das Problem ist so ein bisschen dabei, dass die Mapper das toll fanden und viel Fantasie entwickelt haben, was sie alles in dieses OSMC-Symbol reinschreiben können. Vor allen Dingen Unicode-Zeichen, es ist unglaublich, was man da alles tun kann. Es gab eine Zeit, da habe ich versucht, das ein bisschen gegenzuarbeiten, indem ich gesagt habe, okay, also wenn da nicht irgendein grafisches Symbol dabei ist, dann rendere ich das nicht, aber inzwischen habe ich es aufgegeben und lasse die Mapper einfach machen. Beispiele dafür kann sich jemand auf der sehr schönen Karte angucken, die Harald hier ausgedruckt hat. Kleiner Hinweis, inzwischen in der Hilfe von WMAG Trails gibt es einen kleinen Preview. Also wenn man da in der Darstellung guckt und dann hier gibt es sowas über OSMC-Symbol, dann sieht man erstmal, welche Symbole man da verwenden kann. Und ganz unten kann man eingeben sein Symbol, was man benutzen will, und dann zeigt er, wie es auf der Karte dargestellt wurde. Das heißt, man muss nicht mehr durch OSM mit Hochladen zu OSM versuchen, da irgendwas herauszufinden. 2012 kam dann das erste Mal ein externes Projekt. Das war ein norwegisches Universitätsprojekt zur Tourismusförderung, die Interesse an der Karte gezeigt haben und die Wandermöglichkeiten in Norwegen darstellen wollten. Und die haben einiges für die Karte getan. Eine der interessantesten Sachen ist das Höhenprofil, was man also im Details-View dann auswählen kann und was einem so ein bisschen zeigt, wie die Route verläuft. Man kann da auch lang zoomen und dann sieht man mit einem Punkt auf der Karte, wo man genau gerade ist. Eine der Sachen, die sich als Problem gezeigt hat, ist, dass wir Wanderwege im Allgemeinen immer so gemappt haben, dass wir einfach alle Wege, die dazugehört haben, zu dem Wanderweg in eine Relation geworfen haben, ohne groß uns über die Sortierung nachzudenken. Wenn man es auf der Karte zeigen will, ist das okay. Wenn man allerdings ein Profil darstellen will, dann braucht man tatsächlich den linearen Verlauf der Route. Und das hat mir viele Jahre Probleme gemacht, weil sowas, einen linearen Verlauf mit dem Computer zu berechnen, ist praktisch unmöglich. Das heißt also, vor etwa einem Jahr habe ich gesagt, jetzt ist genug. Und WMAG Trails macht das jetzt anders, das erwartet, dass ihr als Mapper die Wege in der Relation ordentlich sortiert. Das hat auch den Vorteil, dass man da viel, viel besser finden kann, wenn irgendwelche Fehler drin sind, wenn Löcher sind. Gerade mit Jossen lässt sich das dann sehr gut sofort verfolgen, während man den Weg mappt. Das heißt, für diese Relation sieht das Höhenprofil jetzt so aus. Das heißt, er sagt einfach, okay, wie immer das sortiert ist, zeige ich das an. Und er gibt aber eine kleine Warnung aus da oben, dass der Weg vielleicht nicht sortiert ist. Das heißt, wenn er das sieht und das Höhenprofil komisch aussieht, einfach mal in die Relation reingucken, sortieren und dann wird alles gut. Ebenfalls mit dem Projekt kam eine mobile Version, wurde auch immer wieder gefragt von den Membern erstaunlicherweise. Wo ich unterwegs bin, gibt es meist kein Handyempfang. Das heißt, ich persönlich habe die mobile Version nie viel benutzt. Und was dazu kam, war Übersetzung der Karte. Das ist auch ein interessanter Selbstläufer. Man kann das Ganze, das ist Community getrieben, auf TranslateWiki kann man also seine eigenen Übersetzungen dazufügen. Inzwischen gibt es die Karte in 82 Sprachen. Und auch ein paar Exoten, wer also bitteschön seine Wanderwege um Köln herum in Kölsch sich beschrieben haben lassen möchte, der kann das tun. 2014 dann kamen die letzten beiden Karten dazu, ebenfalls von Leuten aus der Community. Das sind die Wintersportisten und die Reitwege. Und bei den Reitwegen hat sich dann gezeigt, dass es noch ein anderes, also ein Problem gab, das ist das Problem der gemischten Routen.
gibt also immer mal wieder Routen, die ausgewiesen werden, auch als Wander- und Radrouten. Oder Sommer-Winter-Wanderweg ist auch ein sehr gutes Beispiel. Und da hatten wir einige Diskussionen in der Community und haben dann gesagt, also das doppelt zu mappen als zwei Relationen, das ist nicht maintainbar. Das heißt, die Wanderkarte ist jetzt, versteht jetzt diese Semikolon-Schreibweise. Wer es also so eintragen will, kann das machen. Es ist immer noch so ein bisschen ein Nischenprojekt, also es gibt 400 Routen zurzeit, aber macht vielleicht das Mapping etwas leichter. 2015 kamen dann einige, immer mehr die externe Nutzung dazu. Das Ganze war ja von Anfang an wirklich als Overlay gedacht. Das heißt, man kann auch die Karte nehmen und auf seine eigenen Karten oben drauf machen. Da habe ich absolut nichts dagegen. Hier nur mal zwei Beispiele. Osmand, also für Android, die Offline-Karte. Die kann selber auch Wanderwege anzeigen, aber man kann auch den Overlay dazu nehmen. Das ist vor allen Dingen dann nützlich, wenn man also die OSMC-Symbole auch mal angezeigt haben will. Das macht Osmand nämlich nicht selber. Andere Karte, die ich noch erwähnen will, ist Gypsies. Das ist eine deutsche Karte, in der man seine GPS-Tracks hochladen kann und mit anderen teilen. Die erwähne ich gerade, weil das eigentlich mein größter Nutzer ist. Also die laden mehr Kacheln runter als WMAG-Trace selber. Aber seit 2016 beteiligen sie sich dafür auch ein bisschen am Server. 2016 dann kam noch ein neues Feature dazu, was das die Navigation ein bisschen leichter gemacht hat. Man kann jetzt die Wanderwege direkt anklicken, wenn man genug reingezoomt hat in die Karte. Das heißt, man muss sich nicht mehr durch diesen Routenbrowser bewegen, um seinen Wanderweg zu finden. Und wo wir hier gerade bei der Detaildarstellung sind, will ich darüber noch ein bisschen was sagen. Die ist relativ klein. Also was man machen kann, Höhenprofil haben wir schon gesehen. Man kann GPX und seit neuestem auch KML runterladen von dem Wanderweg. Auch das funktioniert nur wirklich gut, wenn die Routen sortiert sind. Ansonsten kommt da manchmal Mist raus. Und dann gibt es noch so ein paar Zusatzinformationen. Und das sind relativ wenige. Ich hatte, als ich das damals, also 2009 angefangen habe, mir einfach mal die Tags angeguckt und die, die benutzt wurden, da reingeschrieben und dachte dann so, naja, mit der Zeit werden die Leute detailgenauer mappen und dann fügt man da mehr Informationen hinzu. Und erstaunlicherweise ist das nicht wirklich passiert. Also das ist mal so ein bisschen eine Übersicht über die Benutzung der häufigsten Tags für die Wanderrouten. Und was man sieht ist, es hat sich so ein bisschen eingepegelt, also Netzwerk und Name und OSMC-Symbol sind so die häufigsten, die man wirklich viel findet. Ich kann es nicht beweisen, aber das sind natürlich auch die, die auf der Karte am besten zu sehen sind und deswegen sicherlich auch deswegen benutzt werden. Aber ansonsten hat sich nicht wirklich auch ein neues Tag rausgebildet. Es kann natürlich daran liegen, dass man sagt, okay, wir haben alle Informationen für Wanderwege, die wir brauchen, aber das ist mit Sicherheit nicht so. Was sich nämlich auch mit der Zeit so rausgebildet hat, ist, dass man den Namentag, den Nametag dafür benutzt, um ein bisschen mehr Informationen unterzubringen. Also eine Sache, die man ganz klar sehen kann, ist, was die Leute gerne hätten für die Wanderwege, sind Wegeverläufe. Dass man also sagt, das geht von Dresden über Pirna nach Schöna zum Beispiel der Wanderweg. Das heißt, dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Tag. Das ist eine der Sachen, die ich gelernt habe, dass ich da wahrscheinlich auch als Kartenmacher mal, muss man diese Informationen darstellen, damit sie die Leute dann auch mappen. 2017 hat die OpenTopoMap mir netterweise erlaubt, diese als Hintergrundkarte darzustellen, gerade in den höheren Zoom-Leveln eigentlich eine sehr schöne Karte für Wanderer. Wer das also benutzen will, da unten gibt es so ein kleines Zahnrad mit den Einstellungen und dann kann man die Basiskarte ändern. Auch 2017 hat mich der italienische Alpenverein kontaktiert. Also ich hatte eigentlich von Anfang an gesagt, ich würde es gerne sehen, wenn es für bestimmte Regionen, die ein bestimmtes Schema haben, wie sie ihre Wanderwege gliedern, auch ein spezielles Rendering gibt. Hat aber wirklich eigentlich nie jemand wirklich genutzt. Das war der italienische Wanderverein das erste Mal, dass der das gemacht hatte. Der hat also gesagt, wir haben diese Wanderrouten, die gegliedert sind nach Schwierigkeit. Das sieht man hier so ein bisschen. Die gepunkteten Linien sind also die schwierigsten Wege. Die durchgezogenen sind die ganz einfachen. Da haben wir ein bisschen diskutiert, haben dann entsprechend das Rendering gefunden, was auch so mit dem Rest der Karte zusammenpasst. Haben die Wegenummerierung, die Referenzen in dem Stil noch dazugefügt, wie sie das gerne wollten. Und dann ist so ein Jahr vergangen und die Karte ist gewachsen wie verrückt. Und was jetzt rausgekommen ist, dass es jetzt auch eine Papierwanderkarten gibt auf Basis von OpenStreetMap.
Das letzte Feature, was 2018 dazu kam, ist, dass man jetzt auch Wegweiser detaillierter betrachten kann. Also auch hier kann man einfach draufklicken und bekommt Zusatzinformationen. Die Informationen am Wegweiser selber gibt es zurzeit nicht allzu viele. Manche haben Namen, manche haben noch eine Höhe, was ein bisschen interessant ist. Aber der interessantere Teil ist, dass er außerdem anzeigt Destination-Relation. Das heißt, wenn man also gerne alle Informationen, die auf dem Wegweiser verzeichnet sind, taggen will, dann kann man das jetzt tun und kann sich das dann auch auf WMAG-Trails angucken. Die Informationen kommen nicht von mir, das ist also von Jan Michael, der das gemacht hat, werden dann extern dazugeladen. Damit sind wir in diesem Jahr. Für alle, die sich auch gerne mal, die jetzt ein bisschen Lust bekommen haben, sich vielleicht mal um das Wanderwegesystem in ihrer Umgebung zu kümmern. Ich kann mich dem anschließen, was auch Harald gesagt hat. Es braucht nicht viel Technik. Ich habe einiges probiert. Was man braucht, ist ein GPS-Tracker und ein Fotoapparat. Der GPS-Tracker sollte irgendwo ein Display haben, dass man die Zeit fotografieren kann. Und dann kann man danach die Fotos sehr einfach in JOSM sich anzeigen lassen für seinen GPS-Track und alles anzeigen. Gute Batterielaufzeit ist auch natürlich wichtig, guter Empfang, weil man doch in tieferen Tälern ab und zu unterwegs ist und dichten Wäldern. Für den Fotoapparat, meine Empfehlung ist, darauf zu achten, dass er einen schnellen Autofokus hat. Weil das die einzige Möglichkeit ist, dass man nicht jedes Mal 2 Minuten stehen bleiben muss. Und das heißt, man kann auch mit einer Gruppe wandern, ohne dass man sich unbeliebt macht. Außerdem nützlich ist eine automatische Ausrichtung. Kann ich kurz zeigen, warum. Was ich mir jetzt angewöhnt habe, ist, um ein bisschen zu merken, was ich mir eigentlich da fotografiert habe, dass ich die Richtung, in die ich fotografiert habe, mit der Ausrichtung der Kamera festhalte. Das heißt, nach vorne fotografiert wird im Querformat, dann kann man sich also gucken, was für einen Weg man hat. Wenn man nach hinten fotografiert, im Längsformat und rechts und links leicht gedreht. Und damit weiß man ungefähr, was man eigentlich da machen sollte. Man sollte nicht zu lange warten mit dem Aufnehmen der Daten in JOSM, weil irgendwann vergisst man doch, was auf den Fotos drauf war. Noch ein kleiner Ausblick. Ich hatte schon einiges davon gesagt, was ich in OSM gerne sehen würde und was dieses Jahr vermutlich ich oder jemand anders mal angehen muss, ist, dass wir uns mal Gedanken machen über mehr Tags. Streckenverläufe hatte ich genannt, Routentypen und vielleicht gibt es auch noch einige andere Sachen. Da müsste man mal in die Daten noch ein bisschen reingucken. Ein anderes Problem, über das ich jetzt noch nicht gesprochen habe, sind Mitgliederrollen. Das heißt, manche Wege, bekannt ist Forward, Backward. Also wenn sich, das gibt es mehr bei Radwegen, wenn also eine Richtung anders verläuft als die andere, dass man das taggt. Aber für Wanderwege zum Beispiel habe ich auch gesehen Alternativen. Oder irgendwelche Exkursionen, das heißt, man hat seinen Wanderweg und da ist ein Aussichtsturm und das möchte man speziell taggen. Das ist alles relativ uneinheitlich. Es gibt auch nicht wirklich Rollen, wo man sagt, okay, das bildet sich jetzt so ein bisschen raus. Das heißt, das wäre auch was, wo wir mal drüber reden müssten. Für WMAG Trails wäre es natürlich wichtig, dass diese Informationen angezeigt werden. Zwei Sachen, die ich sehr interessant fände, ist, endlich mal die Wegbeschaffenheit anzuzeigen. Das heißt, zumindest eine Unterscheidung zwischen asphaltiert und nicht asphaltiert. Das ist für einen Wanderer gut und auch für den Radfahrer. Und was immer wieder nachgefragt wird, ist, mehr Informationen zur Route haben. Also, dass man die Hotels, Restaurants auf einen Blick in der Detailsliste sehen kann. Ja, damit bin ich am Ende. Wer also sich das mal ein bisschen in einer größeren Variante angucken kann, Harald hat hier diese Karte mitgebracht von Bielefeld. Und so sieht das also dann in der Offline-Version aus. Vielen Dank. Perfekt, Sarah. Gerade diese Karten helfen uns nämlich auch, OpenStreetMapper zu gewinnen, die draußen, da wo keine Straßen sind, die Wege erfassen. Und von da aus ist das auch hilfreich für die Generierung von Personal. Okay, gibt es Fragen dazu? Ja, mich würde interessieren, ob die Bilder auch öffentlich verfügbar gemacht werden? Die Fotos von den Nutzern? Nein. Ich habe immer mal wieder überlegt und es gibt auch verschiedene Projekte, die Wegweiser öffentlich verfügbar zu machen, weil das nützlich wäre. Bei den anderen Fotos
bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil da ja, weil man dann aufpassen muss, was man fotografiert, ob Personen drauf sind und so weiter. Und das heißt, ich persönlich bevorzuge einfach, los zu fotografieren zu können, ohne mir dafür Sorgen zu machen. Aber Wegweiser, das wäre interessant, ja. Oder halt diese Mapillary, das ist halt so eine offene. Genau, die machen das ja, ja, für die Wege. Aber ich habe das da noch nicht benutzt, ja. So, weitere Fragen aus dem Plenum. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich hätte dann noch eine. Es gibt ja das Problem bei der Erfassung der Routen. Ist ja relativ aufwendig. Du sagtest ja schon, die müssen schön geordnet sein. Ich hatte mir schon mal überlegt, wäre es nicht wunderbar, wenn uns einer von denen, die die Routing-Software bauen, uns einen Export machen könnten, sodass man die Route quasi mit einem Routenplaner festlegt und der einem automatisch dann diese Relation erzeugt, wo alle die Wege, die da benutzt werden, drin sind. Das wäre dann für den Durchschnittsmapper wesentlich einfacher, weil man, wenn man den Weg erfassen will, der Route, dann sieht man manchmal irgendwelche Mikrowege nicht, die fehlen dann da drin und mit einem Routenplaner wäre das dann immer komplett. Das hatte ich auch drüber nachgedacht, über solche Sachen. Inzwischen kann man das weltweit nicht mehr machen, weil wir zu viel Daten haben, oder einfach zumindest. Ich denke, was man da machen kann, ist das in den Editoren einbauen, weil man ja sowieso seine Gegend runtergeladen hat mit den lokalen Daten, wo die Route ist. Und ich denke, da wäre sowas möglich. Okay, danke. Weitere Fragen? Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag, vielen Dank für die Anwendung. Finde ich eine ganz tolle Sache. Ich habe jetzt auch gar keine direkte Frage an dich, sondern eher so an die Community, weil Wanderwege sind nicht von sich aus einfach da. Und wir leben da in einem ganz fürchterlichen Föderalismus und einem ganz fürchterlichen Schildbürgerwald. Also ich selbst war mal in einem Vorstand von einem Wanderverband, einem Thüringer Wanderverband. Ich kenne die Problematik und auch die Problematik mit den regionalen also Wegewarten, die ist extrem unterschiedlich ausgestattet. Ne? Also das gibt es halt Wegewarten, die haben ihr eigenes GIS-System irgendwie für sich gemacht. Ganz oft sind die aber überaltet, die Wegewarte, die haben dann irgendwie ihre Papierkarten und laufen damit die Wege ab und machen das. Das Ganze kann man auch besser gestalten. In einigen Ländern ist das so, dass es kommunalisiert ist, dass es da bezahlte Wegewarte gibt, die sich halt um die Wanderwege kümmern, um die Beschilderung kümmern. Da wäre für mich so ein bisschen die Frage, kamen da mal irgendwie Anfragen an dich? Kamen mal irgendwie Anfragen an die OSM, an die Community? Gab es irgendwann mal irgendwelche Überlegungen, wie man diesen Austausch besser gestalten kann und den ehrenamtlichen Wegewarten da mehr und bessere Möglichkeiten in die Hand geben kann? Es kommen ab und zu Anfragen. Ich war auch vor, ich weiß nicht, 6 Jahren oder so, gab es auch mal vom, da gibt es ja den deutschlandweiten Verein, der hatte auch mal, da war ich auch mal und habe einen Vortrag gehalten über OSM. Es ist dann leider so ein bisschen eingeschlafen, das Ganze. Es gibt da noch gewisse Vorbehalte. Ich glaube, es wäre inzwischen besser. Also es ist auch, was ich von der Konferenz mitnehme, dass es, glaube ich, inzwischen einfacher ist, in den Kommunen, in den offiziellen Stellen da durchzudringen. Das Problem ist in der Tat in Deutschland, dass da sehr die Wegewarte verantwortlich sind und das unterschiedlich ist. Also ich weiß von 2 oder 3, die auch die Karte benutzen, die das online gestellt haben und auch die Wege selber gemappt haben im OSM. Aber es ist jetzt nicht so, dass es da eine große Bewegung geben würde. Würde ich gerne, wäre ich interessiert, da auch vielleicht mal was auf die Beine zu stellen, dass man da mehr machen kann. Aber ja, so direkte Ideen habe ich auch nicht. Vielleicht nochmal als Anmerkung oder direkte Erwiderung. Der Deutsche Wanderverband mit Sitz in Kassel hatte vor einigen Jahren schon, genau, das der lief dann wahrscheinlich parallel, im Prinzip eine eigene Software entwickeln lassen auf proprietären Systemen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da nicht belehren lassen will, sondern dass da so ein gewisser
Lobbyismus dort eine Rolle spielte und dass man mit einer selbst erstellten, selbst entwickelten Software auch noch andere Fördermittel abgreifen kann und man versucht dort eben auch mit in Kommunen reinzukommen und dort an die Planungsinstanzen zu kommen. Hat in Thüringen auch geklappt, da wird jetzt im Bundesministerium für Wirtschaft und Tourismus neue Gelder bereitgestellt, extra dafür. Also Naturwiegemapper, alles Propertier. Und da fehlt so ein bisschen, glaube ich, an der Kommunikation, wie man es besser machen kann, weil hier sind die Daten schon da, ist die Technik da. Im Prinzip fehlt jetzt bloß noch eine Exportmöglichkeit für DAOs, dass man halt irgendwie einem 80-jährigen Wiegewart eine Tabelle mit einer Karte in die Hand geben kann. Also eine der Feedbacks, die ich auch bekommen hatte, war, dass viele auch Angst haben, dass sie die Kontrolle über die Daten verlieren. Und das ist natürlich auch was, wo wir auch als Community immer wieder gegenreden müssen, zu verstehen geben, dass es eigentlich besser ist, weil sie eben auch die Kontrolle haben über die Daten, die wirklich also auch inzwischen viel benutzt werden. Und da weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, der Punkt, wo man ansetzen muss und sagen, okay, das heißt jetzt nicht, dass wir hier euch alles wegnehmen wollen. Weitere Fragen? Ja, dann nochmal Dankeschön an Sarah für die erschöpfenden Auskünfte.